parallele Tendenzen führen. Deshalb gab es gleichzeitig im Abkommen eine Refinanzierung, eine Reinvestition. Das Geld musste wieder zurückgeführt werden nach USA, um dort keine deflationäre Tendenzen spielen zu lassen. Hier liegt einer der entscheidenden Punkte. Die USA hat ein Privileg durch die Weltleitsicherung, Öl, alles wird aus dem Ausdruck, Rohstoff werden aus Dollarbasis abgerechnet, nicht permanent in einem Gleichgewicht auseinandergebracht. Bis dahin waren wir das eine sehr starke und moderne Wirtschaftskraft und die waren ausgewiesen im Außenhandelsbereich. Aber als dann der Dollar da war, brauchten sie gar nicht mehr, weil sie brauchten gar nicht mehr darauf achten, Überschüsse zu erwirtschaften, denn letztendlich muss man immer versuchen, auf einem Nullnummer zu kommen. Geld ist nur ein Mittel, ein Ersatz. Und wenn einer auf Dauer eben als Überschüsse oder Defizite produziert, dann läuft etwas auf dem Gleichgewicht. Aber die USA hatte gar keine neue Motivation, um Exportüberschüsse zu machen, weil sie hat ja gewusst, sie bekam das abfließende Geld immer wieder zurück. Und man hat dann natürlich auch von Seiten der Federal Reserve permanent Gelder nachgeholt. Das heißt, diese ganze Geldmengenpolitik, die bei 71 Impulse explodierte durch den Nixon, als er das Fenster des deutschen Goldstandards verändert hat, das heißt beschlossen hat. Aber nicht nur das, er hat das Goldfenster auch verändert, hat es beschlossen, hat aber gleichzeitig das sonstige System stehen lassen. Wir hatten ja 71 die größte Währungsreform aus meiner Sicht aller Zeiten, weil das nämlich plötzlich den wesentlichsten Faktor, nämlich den Geldmengen, stabilisiert wurde, wurde abgeschafft. Und von da an bestand eben halt die Möglichkeit, die Unmengen zu produzieren. Und dieses Privileg haben wir ja heute. Und daraus entstehen auch diese Verwerfungen. Ein Beispiel, wir haben im Jahr 2013 1 Billion Außenhandelsdefizit. In den USA 1 Billion Dollar, also 1000 Milliarden, also ja, das ist wichtig. So, diese Million ist aber rein aufgrund, wenn man jetzt überlegt, dass der Hauptpart, also mittlerweile 30% der amerikanischen Wirtschaft keine Versorgungsökonomie ist, sondern mittlerweile Finanzkapitalspiele, wie irgendwelche Derivate, mit denen man handelt, die überhaupt keinen Mehrwert und auch gar keine Chance für niemanden etwas bringen. Wenn man diese Wirtschaft, der gegenüber zum Beispiel verkauft wird, zur Zeit kriegt, nach Deutschland, das ist ja Einnahmen, das ist das IT als Importgewinne quasi gerechnet werden. Wenn wir das nochmal alles mit rausnehmen, dann können wir das Handelsdefizit in den USA locker nochmal verdoppelt. Das heißt, hier ist eigentlich der Hase im Pfeffer. Und wenn wir es nicht schaffen, aus dieser Position heraus ein Finanzsystem zu entwickeln, in dem der Dollar diskutiert wird, dann kann kein Politiker aus meiner Sicht die Möglichkeit, auch nicht mit einer Tax-Einführung, was ich befürworte als Idee, aber keine Möglichkeit, weil das wird sich irgendwann wieder hochschaukeln, weil wenn das System in der Grundstruktur unrund läuft, dann kann ich kurzfristig Öl, es wird wieder unrund laufen. Das ist meine persönliche Meinung. Also brauchen wir andere Lösungen als, kommen wir noch drauf. Bretton Woods war das beste System, das es je gegeben, keine Frage. Vorher und nachher alles viel schlimmer. Und die Idee ist praktisch, dass diese Institutionen unterwandert wurden durch neoliberale Reaktionäre, Österreicher und Monetaristen. Da kann ich mit leben. Ja. Okay. Aber jetzt, das ist jetzt absurd geworden. Ja. Wie gesagt. Was kann man dagegen tun? Ich freue mich, dass es praktisch bei den Europawahlen eine mögliche Lösung zum Vorschein kommt. Der Alexis Tsipras aus Griechenland, der bewirbt sich um den Posten des Präsidenten der Kommission der Europäischen Gemeinschaft. Er will an die Stelle von Barroso, Andreas Salazar, der möchte Salazar, Barroso, absetzen. Und was verlangt er? Es gab einmal die Londoner Konferenz 1953. Damals ging es um die Verschuldung Deutschlands, um die Reparationen, um die Wiedergutmachung aus dem Ersten Weltkrieg, aus dem Jahrhundert. Und da waren so 25, 30 Nationen. Und die haben gesagt, der Schuldenlast der Deutschen wird um die Hälfte gekürzt. Um die Hälfte. Das ist sinnvoll. Und das, ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Ansatzpunkt. Und stellen wir uns das mal vor, der Tsipras gewinnt wahrscheinlich als Premierminister Griechenland. Und er sagt, wir wollen eine Kürzung der Schulden um 30, 40%.
Einsatz ist das. Aber
Nee, dass man so prinzipiell gegen den Wahlen ist. Das ist ich wäre für Wahlen, wenn es Wahlen gäbe und nicht nur Wahlveranstaltungen. Wenn es ja gar keine Kandidaten gibt, wenn es ja einen echten Kandidaten gibt, dann gibt es echte Wahlen. Ja. Du hast ja das Beispiel in den USA. Wir haben das ja gesehen mit dem Versuch einer grundlegenden politischen Veränderung bei Kennedy. Und das ist eigentlich, wie du auch sagst, ein schönes Beispiel dafür, wie kritisch solche Dinge dann, wenn sie wirklich kritisch wären. In der Zwischenzeit haben wir eine ganze Menge dazugelernt. Der Kennedy hätte seine persönliche Sicherheit viel besser pflegen sollen. Heute haben wir die Illusionen von Kennedy sind weg. Also die von der Zeit. Ne? Man wusste nicht, dass es die Bilderberger-Gruppe gab oder die Fraktion der Banquier und dem Außenministerium. No wiesz, my jesteśmy w ogóle w Polsce na razie, a tu po niemiecku.